Surrounded by the lights, we came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and changed. Why stay the same? You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights, lights. Yeah, 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 yeah. Toni ist nicht im Bett. Oh, was? Och nee, fuck. Scheiße. Jedes Mal vom Tournament dasselbe. Ich weiß, wo der ist. Oh Gott. Ich hab auf die Uhr geschaut, Mann. Oh. Der dreht immer völlig hohl, der Kerl. Toni, Alter, was soll der Scheiß schon wieder? Na, ich fahr die Strecke für morgen schon ab. Wobei, eigentlich eine geile Idee, oder? Let's go! So, jetzt stehen wir hier erstmal am Trailerplatz. Die Regeln sind, dass wir heute am Trainingstag, das gilt aber auch für die Turniertage, uns alle hier in dieser Bucht versammeln müssen und warten bis zum offiziellen Start. Das Training läuft in der Hinsicht etwas lockerer ab, das heißt, um 9.30 Uhr dürfen wir diese Trailerbucht verlassen. Das bedeutet, es gibt jetzt keinen Start in dem Sinn, aber 9.30 Uhr darf man los. Das wird sich ändern morgen. Das Turnier wird dann quasi im Modus gefischt, dass jeder wird eine Nummer heute Abend ziehen, eine Startnummer. Und wir werden dann im Prinzip nach den Nummern starten morgen früh. Das bedeutet, wer zum Beispiel die Nummer 1 hat, der startet am allerersten Tag als erstes Boot. Und dann haben wir ja drei Turniertage und dann wird das durchgewechselt, also so, dass quasi ein fairer Mix drin ist. Das wird alles hier stattfinden und wir machen jetzt noch ein bisschen ready. Wir haben noch Zeit. Toni kommt gleich vom Trailer wegbringen und dann legen wir dann bald los und hoffen auf ein gutes Training.
da. Am ersten Spot angekommen. Der war letztes Jahr hier wirklich sehr gut, um morgens die Keeper zu fangen. Das heißt, um Fische, die einfach die Größe, die Mindestgröße haben, zu sammeln, dass du auf jeden Fall 5 Fische hast. Ob das dieses Jahr auch so funktioniert, schauen wir mal. We don't know. Aber wir legen jetzt mal los. Fakt ist, wir haben viele abgehängt schon mal und das ist schon mal geil. War ja mal eine geschmeidige 110 mit fast vollem Tank. So, lieber Cogena Scott, beschere uns bitte einen guten Wettkampf und viele schöne Fische. Man kann ja sagen, was man will, aber die Zeremonie hat schon immer Glück gebracht. Wir wissen nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber das machen wir bei jedem Wettkampf, dass wir ein heimisches Bier ins Wasser schütten. Da werden jetzt viele Leute sagen, Mann, sind die behindert, aber... Good luck. Wir haben jetzt, nur kurz um das erklären, wir fischen ja ohne Haken oder je nachdem, was für eine Montage wir fischen. Jetzt beim Shaky Head ist es schwierig, ohne Haken zu fischen. Da stecken wir im Prinzip den Haken so tief ins Gummi, dass er nicht haken kann, beziehungsweise schütteln wir die Fische ab. Wenn wir merken, da ist einer, gibt man ein bisschen Druck, fängt an ein bisschen gegen zu schütteln, dann merkt der Fisch das und spuckt es wieder aus. Uns geht es jetzt wirklich nur darum zu wissen, welche Technik funktioniert und sind überhaupt Fische wirklich da am Spot, damit man dann morgen am ersten Turniertag im Prinzip gleich sozusagen einsammeln gehen kann und die Fische haken kann. Das funktioniert in der Regel beim Schwarzbarsch immer richtig gut, weil wenn die Fische am Spot sind, dann bleiben die und dann, wenn das Wetter sich extrem ändert, fängt man sie am nächsten Tag auf jeden Fall. Auf alle Fälle ein Barsch. Echt, ja? Ja. Ja, wohl. Also wenn er immer noch hat, ist es glaube ich keiner. Ich finde die Barsche lassen hier immer wieder schnell los. Ich hatte zum Beispiel gerade einen dran. Ein Barsch, das war gerade bumm und weg. Ist er immer noch dran? Hey. Doch, da ist er. Guck. Oh. Ja, das ist kein Barsch. Nee, das ist kein Barsch. Also wie man jetzt hier sieht, der Fisch ist dran. Seht ihr das? Da ist er dann wieder los. Jetzt ist er wieder dran. Die Bass sind halt wirklich so, die lassen das Ding jetzt halt auch nicht los, ne, im Idealfall. Aber weil ich ja gerade die Hakenspitze abgeknipst habe, manchmal schafft man sogar, dass man die Jungs bis hochholt. Ihr seht, vielleicht haben wir hier Glück. Jetzt hat er losgelassen. Manchmal kommt er nochmal. Aber das müssen wir ja nicht provozieren. Das war gut so, wie es war. Das war definitiv der erste Bass. Und zwar erster Wurf mit der Wacky-Montage. Das ist schon mal ein Gutsein. Hat sich auch eigentlich angefühlt wie ein Keeper, würde ich jetzt fast sagen. Jetzt machen wir das gleiche nochmal, weil den haben wir dort weggetragen. Wir gucken gleich nochmal. Linie war ungefähr 6 Meter Tiefe. Ja. War auch nicht lange im Wasser. Kam eigentlich runter auf dem stärkeren Steinprofil und sofort genommen. Das ist eigentlich... Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass Fisch auf alle Fälle hier ist. Ne? Vielleicht finden wir hier jetzt von der Struktur her noch ein paar mehr und sie stehen einfach nicht ganz so flach wie letztes Jahr. Ich denke, davon kann man ausgehen. Weil die Nächte einfach jetzt kälter waren. Wir hatten jetzt 2 Wochen lang hier richtig schlechtes Wetter, kaltes Wetter. Ja, aber wir schauen mal. Da ist der nächste. Ja, sehr gut. Da ist er. Man sieht, guten Spitze kommt und gleich, da ist er. Kommt auch wieder mit, lässt nicht los. Oh, das ist ganz gut, was dahinter. Ja, das lässt dann los. Wenn er loslässt, hole ich ganz schnell wieder raus, dass wir den Fisch dort gleich lassen. Schwimmt da wieder zum Grund. Wir wissen relativ genau, dass es da ist, wo wir vorhin auch die Hänger hatten, das heißt auf der Steinstruktur. Ja. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das waren jetzt 2 Bisse mit dem Dropshot. Dann legen wir das jetzt auch direkt wieder weg. Was machst du als nächstes? Und ich probiere mal den Shaky, das du drauf. Jetzt probiere ich, glaube ich, mal einen großen Jig. So, ich wechsle jetzt mal aufs Free-Rig. Free-Rig ist eigentlich rein vom Prinzip her wie ein freilaufendes Texas-Rig ohne Perle, aber mit dem großen Vorteil, dass bei dem Blei, was stabförmig ist, eine ganz große Öse mit dran ist im Verhältnis. Das heißt, das Blei kann super leicht sich bewegen und fällt somit zuerst zum Grund und der Köder kommt nach
Und somit hat man noch ein bisschen mehr Bewegung wie beim Texas Rig, weil durch das Bullet und durch die Form vom Bullet, von einem klassischen Texas Bullet, läuft es nicht so schön wie das Blei hier. Somit hat man einfach noch diesen Nachfalleffekt und der Köder ist noch mehr Finesse-mäßig, sage ich jetzt mal. Ne? Und gerade bei den ganzen klassischen Schwarzbarschködern, die man aber auch bei uns viel zum Barschfischen nehmen kann, mit viel Salz im Gummi und sowas, sind die so schön schwer, dass die immer traumhaft hinterherfallen. Genau für solche Köder ist ein Rig wie ein Free Rig eigentlich echt genial. Schauen wir mal, ob das was wird hier. Beziehungsweise ob sie es annehmen. Oh ja, ja, ja. Oh ja, trägt er den weg. Ach du Scheiße. Ist ein Karpfen oder was? Nee, ein Karpfen-Run. Nee, nee. So, da haben wir auch wieder einen dran. Ja, der Spot funktioniert auf jeden Fall. Sehr gut. Und vor allen Dingen schnell. Direkt erster Wurf. Ne? Ich versuche ihn jetzt loszuschütteln, weil ich merke, dass er den ziemlich garstig dran hat und ich möchte den Fisch auf keinen Fall haken. Problem ist, bei dem weichen Gummi in den Krebsen ist tatsächlich manchmal den Haken einfach nur reinzustecken. Oh fuck, der zieht ganz schön viel Schnur. Alter, geht der Fisch. Das ist unfassbar. Der Fisch ist nicht gehakt, aber die sind so gallig, die Jungs, dass sie mit dem Ding so spazieren gehen und nicht mal auf die Idee kommen, den loszulassen. Das gibt's gar nicht. Ist kein Riesenfisch, aber ich würde es vom Gewicht her auch mal sagen, Keeper Size dürfte er haben. Komm, jetzt lass los, Alter, komm. Jetzt hat er gerade ausgespuckt. Geil, wenn du keine Schnur auf das Ding hast. Jetzt ist er weg. Sehr gut. Schnell weg mit dem Köder. Unfassbar. Aber sehr gutes Zeichen auf jeden Fall. Das war der erste Wurf, ich habe den Krebs nicht bewegt, habe ihn aufgenommen und habe sofort Fisch drauf. Das heißt, das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Haken ist auch noch komplett weg, das heißt, der war nicht gehakt. Perfekt, genauso wollen wir es haben. Farbe ist auch immer ein ganz wichtiges Ding. Ich habe jetzt einmal absichtlich auf einen Krebs gewechselt in einer ganz anderen Farbe, wie das, was wir bisher gefischt haben. Ich habe jetzt hier mal eine Farbkombination Schwarz-Rot quasi gewählt. Klassische Krebsfarbe eigentlich. Toni hatte vorhin einen recht natürlichen Wurm drauf. Ich hatte einen Pumpkin Chartreuse, also braun und Chartreuse. Somit waren farblich bisher noch nichts Rotes dabei. Also probiert man den Roten aus, hat gleich mal einen Biss gebracht. Probieren wir es mal noch in die Richtung. Sehr gutes Zeichen auf jeden Fall. Das sind einfach sehr, sehr viele Eindrücke, die man im Training sammelt, wo man sich wirklich jeden Käse merken muss und am Ende dann die Quintessenz daraus ziehen fürs Turnier. Deswegen probieren wir hier echt viel und auch die kleinsten und scheinbar unwichtigsten Details versucht man sich trotzdem zu merken. Gewichtszahl von den Gewichten, die man fischt, die Hakengrößen, alles Mögliche. Farben natürlich. Den Führungsstil natürlich. Ja. Aggressiver. Meistens tatsächlich so, dass in der Jahreszeit jetzt die Leute erzählen hier, die Fischen, die erzählen oft slowly, 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 also wirklich ganz langsam über den Grund, weil das Wasser doch ein bisschen kälter ist, die Fische träge sind. Und das mache ich jetzt zum Beispiel gerade. Lukas hat das Freerig, auch mit einem kleineren Köder, ich glaube 3 Inch, 3,5. Ich habe jetzt genau das Gegenteil, und zwar das, was letztes Jahr sehr gut ging. Und zwar, ich zeige euch das mal, und zwar ist es genau dieser klassische Jig. Also das ist wirklich so, wie man das eigentlich hier das ganze Jahr über fischen kann. Das ist ein Football-Jig. Der hat einfach ein breiteres Profil und dadurch senkt er sich nicht so schnell in die Steine, weil wir ja doch viel in den Steinen drin fischen. Der rast da quasi nicht so schnell da rein. Ne? Als Trailer eine 4-Inch-Craw, die ist relativ dick vom Profil, relativ groß, wuchtig. Große Scheren, auch nochmal hinten abgesetzt. Das bedeutet, die machen wirklich Druck, wenn die runtergehen. Und der wird wirklich jetzt nicht gejiggt, sondern eigentlich mehr oder weniger über die Steine gezogen. Ja? Und der pumpt an die Steine dran und du holst den quasi weiter. Und die Fische, gerade die großen Fische, die stehen unfassbar auf diese Jigs, auf diese kompakten Profile. Und die saugen die vom Grund auf und du merkst dann, okay, da ist was. Und dann wartest du quasi kurz, ob er den wirklich wegträgt, Schnur aufgenommen und eine gegeben. Ja, das hat letztes Jahr uns sehr viele gute Fische beschert. Ja? Auch in der Farbe. Und das probieren wir jetzt mal, ob das auch dieses Jahr wieder ist. Aber es ist tatsächlich so, dass es jedes Jahr anders ist. Das ist auch gut so. Weil die Leute, die hier am meisten probieren und am meisten sich Gedanken machen, die fangen dann am Ende auch immer die Fische. Und hoffentlich gehören wir auch dazu. Schauen wir mal. Oh, da ist wieder einer. Sehr gut. Ja, sehr schön.
Der war jetzt vom Gefühl her sehr klein. Ist schon wieder weg. Das kann jetzt in dem Fall auch gut ein Barsch sein. Weil in dem Gewässer hat es auch einen eigentlich gigantisch großen Barschbestand. Die Fische werden hier nicht groß, die Barsche, die verbutten total. Also wenn du mal einen mit 30 hast, ist es eigentlich schon ein echt großer hier. Aber dafür ist die Menge manchmal extrem. Das heißt, da muss man auch so ein klein bisschen rausfühlen. Wenn ein Spot viele Bisse bringt, die aber komplett wild und ganz aggressiv sind und die Fische gar nicht lang den Köder festhalten, dann sind es in der Regel die Barsche und das macht natürlich keinen Sinn, so einen Spot dann extrem zu fokussieren. Aber hier haben wir ja definitiv gemerkt, dass wir die BS auch am Platz haben und wir wissen, dass die hier normalerweise auch sind. Deswegen kann man da natürlich abwägen, dass das schon Sinn macht, hier trotz alledem, trotz ein paar Barschbissen zu fischen später. Ne? Yes, make us new rebels. Yes, make us new rebels. Ay, yeah. I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. I'm on my mission. Don't get it twisted. I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. Don't get it twisted. I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. Don't get it twisted. I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. New rebels, new rebels. We the new rebels. Misunderstood. I don't know what happened. Everybody get to tripping. All the Christians get to slipping. Seem like everybody switching. Everybody get to going off the deep end. They was doing good until the weekend. They ain't hit the floor with the knee bend. They was going strong but had a weekend. Oh Lord, I wanted the truth. I wanted the truth. Say what's good is good. So. Toni, ich glaube, wir sind durch für heute. Jo, huh? We are done for today. Wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Training soweit gehabt für uns. Wir fahren ein bisschen früher rein, muss man dazu sagen, einfach weil wir Zeit haben möchten, noch alles zu richten, ohne dass groß Trubel und auch irgendwo Zeitdruck da ist. Einfach damit das alles ein bisschen ruhiger von dannen geht und man noch mal sich in Ruhe alles anschauen kann. Auslosung ist auch noch. Willkommens Feier, was auch immer. Wird es wahrscheinlich keine große sein, aber ja, es wird eine geben. Kleine Begrüßung sein. Aber wir wollen die Routen nochmal alle durchgehen. Da liegen ja doch ein paar irgendwo auf dem Deck hier. Ne? Köder nochmal durchgehen, nochmal absprechen, was machen wir wie. Ganz genau. Ja. Aber wir haben Spots für morgen. Ich denke, wir bauen uns heute Abend darum noch so einen kleinen Plan. Aber alles in allem steht die Struktur und wir, denke ich, wir können morgen doch recht gut ins Turnier starten. Auf alle Fälle, ja. Also, und, Vertrauen ist drin, die Köder ja. Haben wir, die Plätze haben wir. Wir brauchen natürlich auch die Plätze, das muss man auch dazu sagen. Also es gibt natürlich auch 25, 30 andere Boote, die eventuell auch dahin wollen. Ne? Klar. Eine gute Startnummer müssen wir ziehen, weil das wird gezogen, wenn wir morgen als 25. rausfahren. Und das könnte dann knapp werden. Aber ja, wir schauen mal. So ist es, wir schauen. Jetzt fahren wir erstmal rein.
was weg. Das wollen wir nicht. So, Luki. Lieber Gott des Goginas, bitte beschere uns für einen schönen Tag wie gestern. Mit ein paar schönen Fischen. Ganz genau so ist es. Zentrifuge. Ja, Timmy, tut mir leid wegen deinem Bier. Okay. Das machen wir morgen nicht mehr so mit den Ruder. Lukas? Petri Heil. Toni, Petri, Dank. Toni, Petri Heil. Lukas? Petri Dank. Auf geht's. Auf geht's. Erstes Tournament 2020. Da war aber eher ein Barsch, glaube ich, vom Feeling. Aber ein Köder geklaut, der Tricksack. Warum können nicht einfach alle aus Seaman-Gummi herstellen? Dann wird sowas nicht passieren. Ja, Fisch. Okay, ich bringe. Komm. Ja, wichtig. Ja, gleich. Ganz wichtig. Gut, sehr gut. Gut. Ja, guter Fisch. Kein Riese, aber guter Fisch. Zweiter Fisch. 870. Jetzt haben wir einen 700 Gramm und einen 870. Wenn wir uns jetzt merken. Zack. Recycle, damit die Jungs ja immer schön frisches Wasser kriegen. Ganz wichtig. Immer zwischendurch die Schnüre checken. Weil wir haben hier trotzdem, auch wenn es nicht so extrem ist, aber wir haben hier trotzdem Steine und auch scharfe Steine unter Wasser. Und um da auf Nummer sicher zu gehen, immer die Schnur checken. Damit wir immer wissen, welcher Fisch wie schwer ist, beziehungsweise welchen Fisch wir, wenn wir austauschen und upgraden können, welchen Fisch wir da nehmen, kriegen die diese Culling System ins Maul. Das sind mit solchen Klammern, können wir euch später mal zeigen. Die Klammern sind natürlich komplett, soweit es geht, fischgerecht. Aber es ist halt wichtig, weil sonst weiß man am Ende nicht, welcher Fisch war welcher und kann im schlimmsten Fall den falschen Fisch aus dem Lifeboat werfen, der dann doch mehr Gewicht gebracht hätte als der andere, den man dann reintut. Was hast du jetzt drauf, Toni? Einen kleinen Jig. Wir haben beim ersten Wurf einen Biss gehabt. Also die kommen alle an dem zweiten Drop-Off. Vom flachen runter. Ich denke mal so auf. Gut, wir stehen jetzt hier auf 6,4 Meter.
Zweiter Drop-Off ist relativ. Und aggressiv geführt. Also ich habe immer duck und dann fallen lassen. Es hat sich fast angefühlt wie der nächste. Wir haben es ja gestern gemerkt, muss man auch ehrlich sein. Gestern waren wir an dem Spot, glaube ich, auch fast eine Stunde. Und erst in der letzten halben Stunde, sage ich mal, kamen dann doch noch vermehrt Bisse. Das heißt, der Spot ist oft so ein Timing-Teil, ne? Ja, da ist wieder einer. Ja. Auf den Toni. Hast du? Sehr gut, hast du gepennt. Ich komm. Ja, alles gut, alles gut. Er ist noch weiter. Ja, ist auch wieder ein besserer. Besser? Ja. Der kommt. Oh. Mhm. Na, ich kann nicht dazwischen kommen. Ich kann nicht. Oh, yes! Oh, Mann! Yes! Ja, sehr gut! Oh, das ist ein Wunder. Oh, sehr gut. Das ist gleich mal sehr gut. Guter Wunderbar. Fisch. Gleich weiter. Puh. Super. Das ist natürlich Optimalversion. Zwei Würfe, zwei Fische, oder? Ja. Perfekt. 1,5 Kilo. Oh, das ist sehr gut, Lukas. Das ist gleich mal ein richtig guter Fisch. Clip Nummer 3. Ne? Für den Kollegen. Ab ins Leifel. That's good. That's good. Ganz wichtig ist immer, dass man die Köder direkt sinken lässt. Das heißt, nicht hingehen und Rolle zumachen und den Köder in die gestraffte Schnur fallen lassen, weil sonst fällt er schräg und erwischt manchmal diesen letzten Meter Drop obendrauf nicht. Und ich will, dass der Köder wirklich senkrecht fällt. Deswegen immer die Schnur erstmal geben. Dann langsam aufnehmen. Wieder schwer tun. Halten schön unten. Ich glaube, der zieht nach dort, ne? Ja. Aber ist er kurz Ja, so ein Schwarz können Keeper sein. Okay, kommt. Sehr gut, der ist gut. Auf jeden Fall easy ein Keeper. Sehr gut. Number 4, den möchte ich gern haben. Der war gut. 910 Gramm, sehr gut. Das ist sogar doch so viel. Der zweitgrößte. Ja. Ja. Gerade so Keeper vielleicht. Spritzer Lino. Nee, es wird nicht. Auf keinen Fall. Checkst du? Oder ich checke mal. Ich soll mich checken. Pack du ab, Fisch, weiter. 310 Gramm. Haben und nicht haben. Absolut, es sind 310 Gramm mehr. Keeper Nummer 5. Leifel ist voll, das ist schon mal gut. Ich kann das nicht sagen, aber ich glaube, das ist nicht so groß. Oh, Sau! Heieieiei! Be careful. Eigentlich gut. Ja, du movest, ich bin. Komm da.
So kann man den, so kann man den fünften Keeper mal ganz schnell im nächsten Wurf upgraden. Saustark, der Uni, sehr gut. Unter den Bauch rein. Geil. Und den liegen wir mal direkt. Hilft das? Ja! Boah. Boah, guter Fisch, Alter. Oh, der ist echt ein fetter. Okay, hab. 1,42. Jawoll, Junge. Ja! Geil. Genau, wir dürfen jetzt nicht weiter fischen. Das ist schon, ich erkläre es mal nebenbei. Uno. Weil wir haben jetzt genau in dem Moment 6 Fische im Boot. Geht ja nicht anders, weil wir die ja tauschen müssen. Ne? Und das bedeutet, solange 6 Fische im Boot sind, darfst du nicht weiter angeln. Sonst gibt es Strafabzug. Das passiert auch manchen Leuten mal. Und da hofft man dann auch, dass sie immer so ehrlich sind. Hier kann man mal zeigen, den Kall. Das ist der Nummer 5. Den lassen wir gleich los. Die Nummer 5 kriegt er. Oh, oh. Jetzt geht mal vor. Weg ist frei. Ja, könnte aber auf jeden Fall. Ich komm rum. Holen doch hier, oder? Der hängt nicht ganz so sauber, Toni. Lass ihn bloß nicht springen. Na, deswegen. Hier kommt er. Sehr gut. Mehr wie 700 muss er haben. Oh, ja, gut. 850. Yes! Somit fällt Nummer Uno, wenn ich richtig bin. Das ist so ein geisteskranker Mist. Ja. Ja, sieht man auch schon, der andere ist größer. Ist schon ein bisschen Bauch mehr. Ja. Dann fällt der Kollege. Weg. Und rein. Pow! Ah, nut! Das ist gut. 5 und gleich 2 Upgrades hinterhergeknallt. Nicht schlecht. Fisch, 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 Fisch. Fisch. Das ist. Ich glaube, es ist ein Spritzer. So spritzig ist der war. Also spritzig ist er schon, aber nicht so klein. Kommst du dann? Mhm, ich bin da. Ja, und der. Oh, jetzt. Okay, komm, 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 komm. Ja. Guter Fisch, guter Fisch, guter Fisch. Geil! Und der Crankbait. 1,28. 3 Fische über 1 Kilo. Sehr gut. Kann man als Update lassen, oder? Sehr gut. Zack. Der kriegt die 2 dran. Kommt da gleich rein. Really good. Nur, Alter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ha,
I've been drinking or driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. You hold my phone and won't leave me alone. I'm blank Steve, blank Coca Patron. I'm on Coca Patron, Patron, Coca Patron, Patron, Coca Patron, Coca Patron, Patron, Coca Patron, Patron, Coca Patron. I've been drinking or driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. If you hold my phone and won't leave me alone, I'm blank Steve, blank Coca Patron. I'm on that Coca Patron, Patron, Coca Patron, Patron, Coca Patron, Coca Patron, Patron. Coking Patron, Tron, Coking Patron. I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. I'm on that Coking Patron, Tron, Coking Patron, Tron, Coking Patron, Coking Patron, Tron, Coking Patron, Tron, Coking Patron. I've been hiding myself, so no eyes on my scope. I'm hiding your hopes and inviting your hoes. I hold the control, hold this Coke and Patron. I'm hiding myself, so no eyes on my skull. I'm hiding your hopes and inviting your hoes, hoes. I hold the control, hold this Coke and Patron. Won't leave me alone. She say I treated her wrong. See, I don't believe it at all. I don't trust her soul, so outside of my own. I'm out of control, ain't bad all these loans. Time to get back on the road. See these assets getting sold. I'm scratching them off, just like the jackpot I'm on. Y'all touch, I'm back on the wall. Reminiscing, playing basketball at the course of the gas. Now we drive for a sport. Dick is your balls in the dress. Oder? Ich glaube es nicht, aber du weißt ja, wie das ist. Warum? Ja. 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 Oh ja, Bocke tut er nicht schlecht. Ja, ach du Güte, ach du Güte. Next Kiafisch. Scheiße. Oh, yes. Ah, lass uns das ummachen, dass sie es da oben nicht sehen, so blöd wie es klingt. 1,39. Wahnsinn. 1,39. Alter. That's fucking good. Gerade große Fische stehen hier extrem viel. Fisch. Was? Das ging schnell. Okay, ja. Nee, der ist nicht so groß. Willst du einen Lupfen? Nee, der ist trotzdem mit gar nicht so schlecht. Wir müssen ja kichern. Alter, krass. 940, 10 Gramm unter dem, den wir upgraden müssen. Das ist jetzt so ein Fall, jetzt müssen wir sie direkt an der Waage hängen. Ja, ist schwerer. Der ist schwerer, ja, das heißt, der darf wieder rein. Ja. Ich lasse ihn rein. Okay. So, das war jetzt das gute Beispiel, dass man die Fische immer wiegen sollte, wenn sie zu nah beieinander sind, weil 910 galt es zu schlagen, ich habe mich vorhin verschaut, der hat 940, das heißt die 4 ist unser neuer Fisch fürs Livewell. Toni, kann ich weiter fischen und 940, gut, ja, läuft doch alles, wie es laufen soll. Also wir haben jetzt den ersten Spotwechsel für den heutigen Tag vollzogen. Es ist jetzt 12:30, also wir waren ziemlich lange an dem alten und ersten Spot. Wir haben dann jetzt letztendlich gesagt, okay, der Spot hier, der ist mittlerweile relativ bekannt, war letztes Jahr sehr gut. Wenn der Spot frei sein sollte, wir gucken einfach nach, dann nehmen wir den. Hat funktioniert, wir sind hergekommen, er war frei, direkt danach, 5 Minuten später oder so, kam direkt ein Boot. Das heißt, der Spot hier, den konnten wir uns jetzt aber relativ gut sichern. Und es hat bei mir auch gleich geklappt mit zweimal Upgrade. Was natürlich top ist. Und den Spot werden wir jetzt hier noch eine Weile beackern, weil hier wissen wir, dass die Chance auf einen wirklich großen Fisch da ist. Letztes Jahr hatten wir hier ein oder sogar zwei wirklich große Fische. Hoffen wir mal, dass wir das auch wieder hinkriegen dieses Mal. We'll be right back.
klein zum Upgraden. Ne? Ja. 1,06. Ah, sehr gut. Somit hätten wir den 5. Kilo Fisch im Livewell. Sehr geil. Boah, Alter. Oh, fuck, hat der reingetockt, Alter. Echt? Boah, wie ein Zander. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie dicker ist, aber er ist auf jeden Fall besser. Ja, ja, aber schon schlecht. Nicht klein. Er ist nicht klein. Er ist gar nicht klein. Ist gar nicht klein. Ist gar nicht klein. Großer Köder, großer Fisch, oder wie war das? Ja. Der Toni hält an sowas immer extrem fest. Ich lasse mich dann zum Glück immer überreden. Ja, das macht das Team aus, ne? Das ist. Aber vielleicht wäre das nicht mein Spot gewesen, wo ich hingefahren wäre. 1,43. Nein. Ja. Sehr gut. Sehr geil. Du darfst morgen gern wiederkommen mit deinem dicken Kilo. Puh. Geil, Alter. Vertrauen. Und der dicke Wurm, Mann. Damit hat er recht. Vertrauen. Wir wissen, dass es hier die Dicken hat. Und das war schon auf jeden Fall ein sehr guter Fisch. Wir sagen jetzt sehr guter Fisch und nicht riesiger Fisch, weil hier auch der 2-Kilo-Fisch kommen kann. Ja. Aber wir wollen uns gar nicht beschweren. Ich glaube, die Bag, die wir heute haben, ist definitiv schon mal solide. Aber die anderen werden auch Fische fangen, weil die Fische beißen sind gerade unbedingt schlecht. Und das ist natürlich dann auch im ganzen See wahrscheinlich so. Aber you never know. Wir sind jetzt wieder zurück nach einigen Spotwechseln an dem Spot, dem wir für wirklich einen großen Fisch einfach am meisten vertrauen und angeln jetzt hier auch die Zeit, denke ich, dann runter. Wir haben noch 2 Stunden und ich dachte gerade, Toni hätte die Jigrute in der Hand und schlägt an, hat einen Fisch drauf und da ist immer in dem Moment erstmal Adrenalin, weil auf den Jig kommen oft die großen Fische. War aber dann doch nur ein kleiner, war aber auch nur ein Texas Rig. War noch nicht der Jig, war. Noch nicht der Jig. Ja, Fisch. Ja, sehr gut. Oh, Scheiße, der ist schwer. Der fühlt sich auf jeden Fall schwer an. Das sind meist die Kleinen. Jetzt wiederum fühlt er sich gar nicht schwer an. Ja. Oh, doch. Oh, ah. Ja. Gut, Dana. Okay. Halt vom Motor weg. Oh ja. Ja. Ganz ruhig. Holen ganz langsam hoch. Ne? Also ich mache einen Rest. Wenn das erste Mal Luft holt, habe ich ihn. Ach,
Mann. Da kommt. Putana. Da warum? Oh, yes. There we go, dude. So eine Scheiße, wir dürfen die Masken während der Competition nicht abnehmen, haben wir gerade mitbekommen. Ja. Was auch gut ist, dass wir es jetzt mitbekommen. Schnell. Oh, guter Fisch, guter Fisch. Weiter, sehr gut, Mann. 1-4. Das sind einfach alles gute Fische, aber das ist nicht kleiner, das ist ja größer. Nummer 2 bekommt jetzt quasi der 1,4. Also wenn man so einen Fisch im Wettkampf freilassen darf, dann ist es immer was Gutes. Und wie ihr seht, sind die quicklebendig, die Boys. Ja, da kommt nochmal, nicht gegen das Boot. Gut. Alter. Oh, du Gott. Toni. Großen Köder, mein Freund. Die Scheißstelle ist einfach immer so krank hier. Da stand auf dem Plateau drauf. Da vorne hat vielleicht noch 3,5 Meter. Also stand der Ich habe mir nicht mal aufgenommen. Der kam auf und ich denke mir so, hey, warum ziehst du jetzt so weg? Ich so, okay, es muss Fisch sein. Ich hab's gesehen, ich hab dir zugeguckt. Boah. Angelkrimi nennt man sowas. Und was auch heftig ist, ich weiß nicht, ob man es draufkriegt, Tim. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Vielleicht hier. Die Schnur ist krass zerstört. Der Köder auch. Köder kommt weg und Schnur muss 2 Meter weichen. Aber ich glaube, das nehmen wir in Kauf. Ja, die 2 Meter Schnur, die können wir in Kauf nehmen. Ist doch immer wieder unfassbar, wie krass emotional der Scheiß doch ist. Einfach geil. Da darf man dann abends auch mal fertig sein, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, das war der wichtig nochmal. Also, man muss mal dazu sagen, ob es wirklich nachher so außergewöhnlich ist eh relativ, aber ob es nachher wirklich so krass ist, nennen wir es mal krass, wird man eh heute Abend sehen, was die anderen gefangen haben, aber ich finde, hier an dem Gewässer, es sind zwar viele, viele gute Fische drin, aber hier an dem Gewässer, den kleinsten Fisch mit 5 Fischen von 1,39 Kilo jetzt, ist, glaube ich, schon gut. Also es ist unser bestes Ergebnis bis jetzt hier. Ja, das auf jeden Fall. Das bringt uns natürlich gar nichts, wenn wir das die nächsten Tage nicht so wiederholen können oder so ähnlich wiederholen können, weil also es wird in der Regel, tu gleich 2 raus. Es wird in der Regel immer schwieriger pro Tournament-Tag, das ist klar. Ja, ich mach einen drauf. Hast du noch welche von denen? Ja. Nur sicherheitshalber. Und in der Not richtet es immer einer. Der Yamamoto. Mr. Gary Yamamoto. Jeder, der schwarzbarschtechnisch sich so ein bisschen schon mal damit auseinandergesetzt hat, weiß eigentlich, dass man um den Jungen, oder um den Jungen, um den alten Mann mittlerweile, gar nicht drum rumkommt. Weil der baut einfach die krassesten Köder im Bereich Schwarzbarsch. Die Dinger sind nämlich aus, keine Ahnung, irgendwas mit 90% Salz und ein klein bisschen Gummi. Aber fangen auf jeden Fall wie Sau. Geil. Den fische ich auch ganz klassisch eben an einem Texas Rig. Man muss immer dazu sagen, ne, die Texas Rig Angelei bei uns kennen ja immer viele mit der Glasperle. Die angeln wir hier gar nicht. Also erstens, klar, dieser akustische Reiz, der kann, wenn man einen Krebs fischt, funktionieren, weil der Krebs im Prinzip, weil dieses Klacken soll ja eigentlich, wenn man es mal ganz ursprünglich zurückspielt, sollte dieses Klacken von der Glasperle wie das Klappern von den Scheren sein, wenn die Krebse wegdüsen. Daher kommt eigentlich beim Texas Rig auch die Glasperle. Kann mit Sicherheit auch irgendwo funktionieren, wird sicher auch, aber wir fischen gern, oder ich persönlich, Toni, glaube ich auch, fischt einfach gern ohne, beziehungsweise man fischt Texas Rig auch ganz oft eben in den Steinen oder im Gras oder sowas und im Holz und da stört die Perle, weil sie im Prinzip sich nur verwickeln würde die ganze Zeit. Und hier, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, dieses Reindreh, Bulletblei, ein bisschen schwerer jetzt, da wäre eine Perle eh unmöglich mit einzubauen. Den schicken wir jetzt wieder runter. Der kam da ungefähr. Da hat es noch 3,5 Meter.
Wir haben es jetzt 17.25 Uhr. In 5 Minuten ist Check-in. Wir haben ja nur in der Nähe von der Trailerstelle jetzt noch die restlichen 2 Stunden sehr erfolgreich gefischt. Und ja, jetzt schauen wir mal, was die anderen haben. Na? Wir packen das ganze Tackle alles vom Boot, dass keiner sieht, mit was wir gefischt haben. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht das Ergebnis ist, bringt immer so ein kleines Mysterium mit rein. Das ist immer ganz gut. Und dann gucken wir mal, was die Waage heute sagt bei uns. Na, also wir haben auf alle Fälle, sind uns einig, glaube ich, Lukas. Wir sind super zufrieden mit dem, was wir gemacht haben, wie wir das gemacht haben. Und wenn es so sein soll, dann sind wir mit oben dabei. Aber man muss auch dazu sagen, heute ist nicht aller Tage. Wir haben noch 2 weitere Wettkampftage und da wird sich alles ändern. Ja, also Leute, die heute auch oben sind, die können dann im Endeffekt auch durchgereicht werden. Also ja, das heißt dann heute wieder für morgen und übermorgen schon gut vorbereiten. Gucken wir mal, was es wird. Blinger e Weise. Five fish. Uff. Or six. Five. Sembravano tanti. 7 kg 220. Bravissimi. Un chilo 520, bravi! Good, good, good. Very good. Sorry. We just want to say a big thank you to our sponsors. It's Mercury Marine, Germany. It's also TFB, Technik fürs Boot, with Hummingbird and Minkota. And also big thank you to all our friends and family that we are able to be here. Yeah. And thank you to Italy Bass for being this. So it's the first tournament this year. It's nearly the end of the year, but it's the first one. So thank you for this opportunity. Thank you too. Good day. Wow. Noch ist nicht aller Tage. Noch ist nicht aller Tage Abend. Wir warten jetzt einfach mal, was die anderen noch einwiegen und dann gucken wir mal, wo wir heute anstehen. Bis jetzt sieht's gut aus, sind aber noch mal genauso viele Leute. Und da unten werden schon wieder, da könnt ihr mal ranzoomen, schon wieder dicke Bags hier hochgetragen. Lass uns mal überraschen.